Ihr wolltet als 99.999 Abonnenten-Special ein Day in My Life und ich würde sagen, ja, wir fangen halt mal an, ne? Und das ist jetzt nicht so spektakulär, weil ich bin ja noch im Bett. Mal aufschreiben, was ich heute so zu tun habe. Arbeite erstmal nichts für euch, sondern an meinem Job als Texter aktuell, an einem Text über den Tomahawk. Das wird jetzt für euch unheimlich langweilig, weil ich muss erstmal lesen und verbessern. Also entspannt euch. So, jetzt probiere ich den nächsten Text für das nächste Video. Besser lesen mit der SQ3R-Methode. Diese Woche ist mein Buch Referate mit Stil von der Themenfindung bis zur Bewertung erschienen und passend dazu möchte ich euch im heutigen Video erklären, wie ihr Sachtexte besser lesen könnt, sodass ihr weniger Zeit braucht und trotzdem mehr versteht. So sieht eine Probe aus. Einfach nochmal durchlesen und hier und da was verbessern und überlegen, wie man das sagen will. Und nachher nehmen wir dann auf. Aber erst muss ich noch ein bisschen Brot backen, Müsli machen, recherchieren für einen Text, den ich außerdem noch schreiben muss, der nichts mit Scoots Easy zu tun hat. Und meine Küche sauber machen. Immer wenn ich das mache, kommt hier jemand und guckt mal, ob was runterfällt. Was meistens der Fall ist. So, wie der ein oder andere von euch weiß, mache ich mein Müsli eigentlich ganz gerne immer selber. Aber ich habe es nicht so gerne, wenn das alles so matschig, haferflockenmäßig ist. Deshalb mache ich Knuspermüsli und das braucht ein bisschen. Und weil mein Müsli jetzt fast leer ist, mache ich mal neues. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das so aussieht und stelle dabei das hier weg. Ha, so. Ich brauche was, wo ich es drin backen kann. Einen vorgeheizten Backofen, eine Schüssel, Haferflocken und Dinkelflocken, 6 Kornflocken, dann solche Haferflakes, Cornflakes, ungesüßt. Quinoa-Pops, aber die auch nur, weil ich noch welche habe und also ich weiß, was ich nicht nochmal kaufen muss. Mache ich auch nicht sonderlich viel rein. Dann habe ich hier noch so ein Restmüsli, was mir nicht geschmeckt hat, was da drin aber gar nicht so schlecht schmeckt. Ein bisschen Salz. Geheimzutat. Sesam.
Dann machen wir hier erstmal Agavensirup. Und Kokosöl. Das hat mein Hund gerne. So sieht das jetzt aus. Das kommt jetzt einfach mal bei 150 Grad. Ich habe neulich mal versehentlich die Brotbacktemperatur von 230 Grad eingestellt. Das war nicht so cool. Bisschen gestunken und danach im Biomüll sein Zuhause gefunden. Für ungefähr eine Viertelstunde, ja, bis es so schön braun ist, in den Ofen. Dann wird es abgekühlt und dann ist fertig. So einfach ist das. Zeit für den Abwasch. Zeig mal her. Hallo Müsli. Oh ja, das ist gut. Was ich jetzt zum ersten Mal dieses Jahr mache. Ich setze mich dahin und arbeite von draußen. Sehen die nicht einfach ausgesprochen lecker aus? Also ich finde schon. So, jetzt ist, also nur mal zur Zusammenfassung nach, seit ihr am Strom gehangen habt, habe ich einen weiteren Text geschrieben, der nichts mit Skullcise zu tun hat, dieses Mal zum Thema Survival Armband. Und jetzt ist Mittag und ich habe Hunger und deshalb gibt es heute Gemüsereis. Nom nom. Heute mal mit drei verschiedenen Reissorten, wobei Wildreis ja eigentlich auch wieder mehrere Sorten ist, weil ich nämlich Reste Reis 1 habe und dann einen zweiten Reste Reis und jetzt noch einen dritten. Und ja, das mache ich jetzt mal und dann Happa Happa Beiß und Fresskummer. So, Mittagessen ist hier drin und jetzt geht's weiter, bevor ich mit dem Hund rausgehe, noch geschwind meinen aktuellen Videotext ausdrucken und dann aufnehmen. Und das interessiert euch bestimmt am meisten in diesem ganzen Day in my Life. Zwischendurch ist es übrigens auch wichtig, dass der blonde Wuschel hier mal durchgekuschelt wird. Hallo und herzlich willkommen in meiner Aufnahmebox. So. Guckt. Das sehe ich, wenn ich hier stehe. Und ihr dürft euch das jetzt mal von vorne angucken. Diese Woche ist mein Buch Referate mit Stil von der Themenfindung bis zur Bewertung erschienen und passend? Nee.
Diese Woche ist mein Buch Referate mit Stil von der Themenfindung bis zur Bewertung erschienen und passend dazu möchte ich euch im heutigen Video erklären, wie ihr Sachtexte besser lesen könnt, sodass ihr weniger Zeit braucht und trotzdem mehr versteht. Zurück vom Spaziergang. Ich habe geschwitzt. Es ist nämlich ein warmer, nicht Sommer, wie heißt das Ding? Frühlingstag. Deshalb gehe ich jetzt mal duschen. Fertig. Oh, der letzte. Bitteschön. Spazieren gewesen, geduscht und jetzt sitze ich hier und schneide, was ich vorhin mit euch noch aufgenommen habe. Das Video zur SQ3R-Methode. Wenn ihr das hier seht, ist das jetzt eigentlich schon wieder ein relativ altes Video, nehme ich mal schwer an. Also, ja, von mir aus schaut mir beim Schneiden und Schokolade essen zu. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Schaut, Achtung. So sieht das aus, wenn ich sehe, was ihr halt nicht seht. Ja, hier kann man hochladen. Hier habe ich schon mal eingestellt, dass ich das Video erst in der Zukunft veröffentlichen werde. Jetzt suche ich mir meine Datei und jetzt muss ich hier mal ein paar Tags eingeben und meine Videobeschreibung und Links einfügen und so ein Kram. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schnelldurchlauf. Jetzt ist mal, was spiegelt hier, ja, wieso sagt ihr denn nichts? Ist mal das Haupthochladen erledigt. Oh, guck mal, ich habe gerade eine Schnapszahl. 97.444 Abos. Ja, ich weiß, aber ich mag Schnapszahlen einfach enorm. So, ein letztes Mal spazieren gehen heute. Kurz vorm Schlafen gehen. So. Fast fertig mit dem Tag. Jetzt noch ein bisschen gelesen. Kann ja noch ein bisschen was vorlesen, wenn ihr wollt. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich lese aus 34 Tage, 33 Nächte von Andreas Altmann. Mitten drin. Nur so ein kleines Stückchen. Doch, ist ganz gut. 24. Juni.
Michaela wohnt im Erdgeschoss, die Eltern oben. Die Wohnung sieht aus wie die Wohnung vieler 19-Jähriger. Kleiderhaufen und Berge elektronischen Geräts liegen herum. Dazwischen tatsächlich Bücher. Die Scheue, Spitzname für, wie hieß sie gleich wieder? Michaela. Die Scheue ist praktisch, zeigt mir die Wanne, reicht ein Duschgel und zwei frottedicke Handtücher. Das Badezimmer ist kuschelig warm. Ich friere, Zeichen von erheblichem Schlafmangel. Was immer nun geschehen wird, zuerst muss ich mich säubern, mich befreien vom Geruch nach Pferd und Mist. Ich streife die frisch angelegten Verbände herunter und spüre ein leichtes Zittern. Ist das mein frierender Leib oder Zeichen schieren Glücks? Wie oft habe ich nach einem solchen Zustand gelächzt? Ich dachte, vor Berlin werde ich ihn nicht erleben. Natürlich ist das Glück, in eine Badewanne zu steigen, die 750 Kilometer vom Ende aller Mühseligkeiten entfernt liegt. Ein anderes, ein kleineres, als in eine Hauptstadtwanne zu tauchen, ganz am Ziel. Gewiss, aber die Wonne hier und jetzt irgendwo in einem stockdusteren Kuhdorf ist enorm. Als ich wieder auftauche, hat Michaela bereits das Bett frisch bezogen. Ein Lieblingsbett, breit und mit harter Matratze. Ich lege den dankbaren, blitzblanken Körper hinein, das Mädchen setzt sich daneben. Wir reden, das soll entspannen. Ich will noch immer wissen, warum sie das für mich tut. Weil zügellos lüstern auf mich? Ich zweifle. Weil ich ihr der Pferdenärrin von der Schönheit und den Pferden Islands erzählt habe? Weil ich sie anspornte, nach Sprache zu suchen und weiter ihr Tagebuch zu führen? Weil sie neugierig ist? Neugierig auf alles? Muss mal gerade gucken, ob das weiterhin noch... Kann man auch Minderjährigen vorlesen. Ich weiß noch nicht, was hier passiert. Während wir uns unterhalten und die junge Frau noch immer scheu, nichts Genaues zu antworten weiß, bricht der ganz normale Irrsinn los. 40 Minuten nach Mitternacht klettert plötzlich ein junger Mann, David, Michaelas Freund, wie ich noch schnell erfahre, durch das Schlafzimmerfenster. Was? Was? Ich denke, der Jüngling wird jetzt die Lattenroste herausreißen und mir damit den Schädel abschlagen. Mitten in Bausendorf, mitten auf meiner Tour. Wie irrig, die Bausendorfer sind anders. Dafür grüßt mit einem smarten Hi und reicht mir die Hand. Ach, nicht dafür, David. Ist schon spät. David grüßt mit einem smarten Hi und reicht mir die Hand. Das ist wahnsinnig komisch und keiner lacht. Ich liege mit den geliehenen Boxershorts seiner Freundin im gemeinsamen Bett. Die Freundin flätzt daneben und der Freund klettert in dunkler Nacht herein und streckt lässig die Hand aus. Nicht eine peinliche Sekunde entsteht. Wir wünschen einander eine angenehme Nachtruhe. Ich bleibe, die beiden legen sich im Wohnzimmer auf die Couch. Meine brennenden Füße sind Zeuge, dass ich nicht träume, sondern mich mitten in der Wirklichkeit befinde. So, ich lese jetzt noch ein bisschen weiter. So, das war's. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in einen ganz normalen Tag in meinem Leben gefallen, in einem Leben von einem YouTuber, der nicht sich selbst als Marke präsentiert, sein Leben vermarktet, in der Welt rumreist und all diese vielen verrückten Dinge tut, wogegen nichts spricht, was aber einfach nicht ich bin, sondern jemand, der halt nicht so bekannt ist und auch gar nicht so bekannt sein will. Und habt jetzt einfach mal gesehen, wie unspektakulär das dann ist. Ich wünsche euch jetzt gute Nacht und mache mal das Licht aus.